Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite, in meinem Let's Play rund um die ganzen Missionen, die es in Fortnite gibt. Und ich spiele eine Kategorie 3, bekämpfe den Sturm Mission, Kategorie 3 Sturm bekämpfen, so heißt es richtig, Mission. Wie ihr seht, ich brauche noch zwei, das ist also noch eine und dann werde ich wahrscheinlich nochmal eine machen. Zudem suche ich natürlich nebenbei, kämpfe ich mich natürlich im Event voran, also im aktuellen Event, diesem hier, Vorschuss in den Sturm, die Vorgruppe, und ich bin gerade hier, also Seite 1 habe ich schon fertig und befinde mich gerade auf dem in Richtung Ende Seite 2, um dann hier mir eine Waffe raussuchen zu können. Noch keine Ahnung, welche ich nehmen werde. Das entscheide ich dann wahrscheinlich noch kurzfristig. Aber, ja, es kommt nämlich darauf an, wie viel Lamas ich da unterwegs noch aufmachen kann, um mit den verdienten Tickets, um dann tatsächlich, vielleicht kriege ich ja da auch noch die eine oder andere. Also eine legendäre habe ich immerhin schon rausbekommen aus einem Event-Lama. So, die Gruppe ist voll. Das sieht schon mal gut aus. Und ja, dann schauen wir mal. Kategorie 3 Sturm bekämpfen. An sich, wenn man zu viert ist, kein Problem. Zu zweit schafft man es auch. Das habt ihr vielleicht in einem meiner Videos gesehen. Also, das ist auch kein Thema. Und wie ich das so sehe, sind die schon ganz schön fortgeschritten. Moment. So. Ich wollte noch das Blue Glow mitnehmen. Denn wir brauchen Blue Glow für diese Mission. So, und dann gehen wir mal schauen, was noch so alles los ist. Operation, die Band wieder zusammenbringen, beginnt jetzt. Ich habe ein wenig in Lastsachen gestöbert. Und ich glaube, ich weiß, wo Carlos gearbeitet hat, bevor er in die Wüste gegangen ist. Sehen wir uns das mal an. Vielleicht erfahren wir, wo er ist. Das sieht aus wie die Laborausrüstung, die Lars verwendet. Und sie läuft noch. Das könnte Carlos' Arbeit sein. Oh, eine Nachricht. Hier gelassen, um mich aufzuspüren. Knopf nicht anpassen. Wenn ich wüsste, wo er ist, hätte ich ihn sicher schon gedrückt. Glück gehabt, Nachricht. Wow, die sind aber diesmal... Ach ne, sind doch nicht so weit auseinander, wie ich dachte. Das ist der letzte. Atlasse benötigen Blue Glow zur Aktivierung. So, dann gehen wir mal nach der nächsten Forschungsausrüstung suchen. Die müsste hier oben sein. Sturm widerlegen! Hätte ich zumindest gedacht. Okay, irgendwie habe ich mich im Gebäude geirrt. Hier ist was. So, dann gehen wir mal rein. Guten Tag, herzlich willkommen. Hey, unsere Festung wird beschädigt. Ich habe da noch gar keine gebaut. Gibt es hier keine Treppe? Müssen wir uns eine bauen. Okay. Ja, in der Apokalypse. Wir finden uns auf der richtigen Höhe. Jetzt sind wir wieder... Ne, wir sind immer noch auf der richtigen Höhe. Ist da drüben auf der anderen Seite. Ah ja, okay. Also einmal durchs Kirchenschiff buddeln. Und dann haben wir das.
Also, solange keiner die Atlasse startet. Forschungsanlagen gefunden. Und er ist nicht hier. Dafür aber eine Nachricht. Ich überstehe das vielleicht nicht, Lars, aber eines musst du wissen. Flöten sind kein Hardrock. Oh, Lars steht hier auf der falschen Seite. Flöten sind Prog. Bestenfalls. So, wir kommen voran in der Mission. Noch eins höher. Und zwar direkt über uns. Da ist es. Sehr gut. Noch mehr von Carlos Forschungsausrüstung. Noch eine Nachricht. Astralobjekt B375 zeigt abweichendes Verhalten. Abweichend? Wie gemein. Super, Kommandant. Bleib ihm auf der Spur. Wir brauchen nebenbei natürlich noch ein bisschen Stormchest jetzt auch noch. Wenn es zufälligerweise in meine Richtung geht, glaube ich, würde ganz gerne die Mission fertig machen. Nach Südwesten. Ach, Musiker, immer einen Song im Herzen. Der Sturm randaliert. Da drüben ist es. Noch eine Nachricht. Zu viel Lichtverschmutzung. Wäre toll, wenn mal jemand alle Lichter ausschalten würde. Ich habe gute und schlechte Nachrichten, Vergangenheit, Carlos. So, dann haben wir die Quest auch abgeschlossen und sind wieder ein Stück weiter im Event. Und dann gehen wir jetzt mal in Richtung... ja. Genau, hier. Okay. Ich gönne dem Ganzen nochmal ein Upgrade. Da schießt jemand. Gegner in der Nähe. Ah, ah. Das Metall holen wir uns natürlich gleich wieder. Also zumindest anteilig, vermute ich mal. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Das ist aber echt nahe hier, das Ding. Die Festung fällt! Tod! Doppelsprung! Ja, da müssen wir den eben mal... Das ist ja wohl unfassbar. Schrauben holen. Ein bisschen Stein und Metall holen.
Wir haben, denke ich, jetzt genug. Die Frage ist, ob ich noch ein paar Fallen aufbauen soll. Dieses Haus stört mich gewaltig. Gewesen? Nee, ne? Mach ich hier mal auf. Deponiere mal meine beiden Blue Glow. Eins fehlt noch. Dann warten wir mal, bis der nächste das Blue Glow deponiert. Herzlich willkommen in der Besenkammer. Ja, Metall ist jetzt ein bisschen mager. Oh. Ich hasse Monster. Ins Gesicht! Das ist ganz nett, wenn jetzt noch ein zufälligerweise ein Konstrukteur dabei ist. So. Die stören mich wirklich hier. Ja. Du kannst keine Bodenfallen aufstellen, die sind sofort kaputt, wenn die erscheinen, die Hüllen. Ja, dann machen wir es wenigstens so. Die sind weg. Okay, das war mal daneben.
kommen die denn alle her? Das ist genug, Bluglow. Letzter Atlas platziert. Bau jetzt deine Verteidigung um die Atlasse auf und aktiviere sie, sobald du bereit bist. Aktivierst du einen, werden alle aktiviert. Bauen wir die Fallen mal hier hin. Das sollte ein bisschen Damage machen. Wahrscheinlich nicht übermäßig, aber das sollte reichen für den einen oder anderen kleinen Schaden. Weniger. Auf gar keinen Fall. Höhlenwesen. Wir nehmen Schaden. Da war eine Falle dran, Mensch. Willst du loswerden? Aber das geht nicht. Wieso ging das eine nicht? Sehr interessant. In 5 Sekunden. Ja, das ist gut so. Du schaffst es, Kommandant. Ja, das sieht erstmal noch sehr gemütlich aus, ja? Ja.
sehr entspannt. Also ich mache es mir heute mal sehr entspannt. Ich, wie ihr seht, nehme heute mal wieder mein Scharfschützengewehr und säbel einfach runter, was kommt. Aber jo, läuft ganz gemütlich. Und jetzt dreht sich der Sturm. Und jetzt gehen wir mal nach vorne. Muss ja auch mal sein. So. Oh, zu weit gesprungen, Mist. So, sehr schön. Ach, läuft ja ganz hervorragend. Dreht wieder einmal. Nichts Persönliches. Ja, läuft doch ganz hervorragend. Freut mich auch. Bringt mich ja wieder mal ein Stückchen weiter. Und, na. Okay, wir gehen mal wieder in den Nahkampf. Ja, wenn da einer da wäre, ne?
Leicht erhöht. Und die 30 Sekunden laufen ab. Yippie-yay. Oh, ja, den würde ich ganz gerne noch mitnehmen. Schade. Okay, das hat wunderbar geklappt. Dreifache Bedrohung. Atlas dreifach Sieg. So muss es sein. Und das gibt wieder Punkte. Aber ich bin mal gespannt. Ich glaube, für eine 6er-Truhe reicht es nicht. Na, ja, vielleicht. Ich glaube, wir haben zu wenig gebaut für eine 6er-Truhe. Hätten noch ein bisschen mehr bauen müssen. Aber wir werden es gleich sehen. Jo, Fertigkeitspunkte ist klar. Tägliche Punkte sind weg. Jo, das reicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber schön. Da freut man sich umso mehr, ne? Ist doch ganz klar. Und dann schauen wir mal nach, was in der Truhe noch alles drin war. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war keine von den täglichen mehr. Also sprich von den seitlichen, weil die hatte ich schon gemacht vorher einmal. Aber es gibt natürlich Saisongold. Das ist immer super. Und Auftrag abgeschlossen. Letzte bekannte Position. Ach, die 100 V-Bucks. Es wird ständig gefragt, in den Kommentaren, wo kriegst du deine ganzen V-Bucks her? Hier, 100. Jo, das sind schon wieder 100. Und machst du 10 solcher Missionen, hast du 1000. Klar, ich meine, 10 solcher Missionen hast du jetzt nicht am Stück. Das versteht sich. Aber wenn ich das Zeug nicht gleich ausgebe, habe ich halt irgendwann 2000, 3000, 5000, 7000. So ist es. Das ist eigentlich alles. Also einfach Mission machen, Mission machen, Mission machen. Und zwar die täglichen, weil es gibt immer 50. Also sprich, am Ende einer Woche, 7 Tage, hast du 350 V-Bucks. In 2 Wochen 700, in 3 Wochen 1050. Also, ne? Läuft. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Und für die nachfragen wegen den, wo gibt es denn V-Bucks in den Sammlungen und so weiter und so fort, da habe ich jetzt ein paar Links in verschiedenen Kommentaren hinterlegt. Also da könnt ihr da nachschauen. Ansonsten fragt einfach, ich verlinke gerne nochmal. Bis dahin, euer Kubana. Ciao, ciao. Und falls euch das Video gefallen hat und natürlich euch mein Kanal gefällt, meine Güte, Abo dalassen, Daumen nach oben ist immer super. Tschüss.